mit so viel Frieden. Sie hatte so viel Frieden in den Augen und sie hatte mir wie gesagt, das ist okay, das war meine Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden, so auf die Welt zu kommen, Mama. So, meine Lieben, es wird Zeit für ein Video mal wieder. Es ist lange, lange her, seitdem ich mein letztes Video gepostet habe. Und in der Zwischenzeit bin ich Mama geworden, ganz, ganz stolze Mama von einer süßen kleinen Tochter. Und ich habe euch versprochen, den Geburtsbericht dazu noch abzufilmen. Das Ganze hat ein Stück gedauert, weil unsere geplante Hausgeburt erstens sehr intensiv war und zweitens dann doch nicht so gelaufen ist wie geplant und gewünscht und dann doch im Krankenhaus geendet hat. Und ich habe einfach Zeit gebraucht, um das Ganze emotional zu integrieren. Die ganze Erfahrung, die war im Endeffekt doch recht traumatisch für mich. Und aus diesem Grund kommt dieser Geburtsbericht erst jetzt. Außerdem passiert natürlich auch sehr viel, wenn man Mama wird, das erste Mal. Man muss sich so ein bisschen einleben, man muss ein bisschen sich in seiner neuen Rolle finden. Und das hat ganz schön viel gefordert und deswegen komme ich auch jetzt erst dazu, dieses Video für euch zu drehen. Und bevor ich auf meine Geburtserfahrung eingehe, möchte ich hier gerne diese Plattform, meine Community noch nutzen, um ganz kurz Werbung zu machen für mein Retreat, was im September ansteht. Manche von euch wissen ja, ich bin ausgebildete Yogalehrerin. Ich habe darüber auch schon Videos gemacht. Ich habe eine Yogalehrerausbildung auf Hawaii gemacht. Ich habe eine in Mexiko gemacht und ich möchte jetzt meine eigenen Yoga-Retreats anbieten. Und ich fange damit an im September in Spanien. Es wird wundervoll. Also falls ihr euch eine Auszeit braucht, falls ihr mal wieder Zeit für euch selber braucht. Es gibt jeden Tag Yoga und Meditation, vegane Vollpension. Wir machen ganz, ganz viele tolle Zeremonien. Kakao-Zeremonie, Aesthetic Dance, Reiki. Ihr kriegt eine Reiki-Session, ist dabei. Also falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch das mal in der Infobox. JourneyToYourSoulRetreat.com, da könnt ihr buchen. Und ich würde mich mega freuen, euch zu sehen und mit euch gemeinsam zu arbeiten. Also dann geht's los. Ich muss mich erstmal so ein bisschen finden. Ich habe extra aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse, was ich noch sagen möchte. Das ist jetzt auch schon ein Stück her. Und ja, wie gesagt, ich habe recht lang gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten, emotional auch mal zu integrieren. Es war ein ganz schön schwieriges Geburtserlebnis, sowohl für mich als auch für die Kleine, als auch für meinen Partner. Und mir hat eine Osteopathin, also eine Kraniosakraltherapeutin eigentlich, dabei geholfen, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten und zu integrieren. Und ich, also viele von euch wissen ja sicherlich, dass wir eine Hausgeburt geplant hatten und dass ich mich total darauf gefreut habe, dass mir das eigentlich sehr, sehr wichtig war, dass einfach meiner Tochter den besten Start ins Leben ermöglichen zu können. Also meine Gründe für die Hausgeburt waren damals einfach einerseits fehlendes Vertrauen in unser aktuelles medizinisches System und einfach diese fehlende Selbstbestimmung. Wenn man im Krankenhaus ist, dass man halt einfach bestimmte Zeitvorgaben hat, so und so viel muss der Muttermund sich öffnen in bestimmter Zeit und in der Schweiz ist das vielleicht noch ein bisschen lockerer als in Deutschland, aber generell einfach dieser Zeitdruck, dann das grelle Licht, dann fährt man eventuell ins Krankenhaus und fährt wieder zurück, weil man noch gar nicht weit genug ist, dieser ganze Stress, der damit verbunden ist, das wollte ich für meine Geburt, für die Geburt meiner Tochter alles nicht haben und deswegen habe ich mich eigentlich ganz bewusst für eine Hausgeburt entschieden, weil ich wusste, ich kann mir da erstens so viel Zeit nehmen, wie ich möchte. Ich habe eine Hebamme dabei, die die ganze Zeit da ist. Wir hatten auch noch geplant, eine Doula dabei zu haben. Das hat dann leider nicht ganz funktioniert. Da gehe ich später noch drauf ein. Ich wollte einfach eine Hebamme, die da ist, die die ganze Zeit für mich da ist. Ich wollte meinen Partner die ganze Zeit da haben. Das war ja dann auch noch so ein Thema, weil damals noch Corona war. Und das war sowieso was, wo ich gedacht habe, boah, mit den Testen dann, darauf habe ich auch keine Lust. Und ich wollte außerdem meine Geburt so selbstbestimmt wie möglich gestalten, also selber entscheiden, in welche Position begebe ich mich, in welchen Raum gehe ich, wie gestalte ich auch den Raum, also die Lichter, die Kerzen, Räucherzeug, all das. Oder vielleicht nochmal eine Runde spazieren gehen, das war mir sehr wichtig und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das im Krankenhaus nicht immer möglich ist. Und ich habe auch ehrlich gesagt einfach Angst vor ärztlichen Übergriffen. Weil ich da viele Horrorstories schon gehört habe und ich für mich entschieden habe, ich möchte, dass mein Kind sehr sanft zur Welt kommt, dann das Gleiche ist, dann geht es ja weiter, wenn das Kind dann da ist im Krankenhaus. Das wird dann meistens
wird dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Ich wollte das gern auspulsieren lassen. Ich wollte die Nabelschnur durchbrennen mit einer Kerze. Ich hatte halt sogar meine ganz eigenen Vorstellungen, die im Krankenhaus gar nicht realisierbar gewesen wären. Geburtshaus war für mich irgendwie kein Thema, keine Option, weil ich da wieder hätte irgendwo hinfahren müssen. Und ich wollte in meinen eigenen vier Wänden einfach gebären. Das war für mich die schönste Vorstellung. Und da ist ja jede Frau so ein bisschen anders und jede Frau so ein bisschen eigen. Und ich wollte das einfach so haben und so erleben. Und die Vorbereitungen haben eigentlich auch ganz gut geklappt. Wir haben uns extra noch einen Geburtspool besorgt. Wir haben verschiedene Vorbereitungen getroffen. Ihr könnt euch dazu auch nochmal das Video angucken, was wir alles gemacht haben, um uns auf die Hausgeburt gut vorzubereiten. Und ich muss auch sagen, dass ich persönlich habe mich so viel mit dem Thema Geburt beschäftigt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe mir Dokumentationen angeguckt, von dem Film Orgasmic Birth über die sichere Geburt. Ich habe mir Bücher durchgelesen, auch Orgasmic Birth, Hypnobirthing. Ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, die sanfte Geburt. Ich habe mich so viel und so eingängig mit dem Thema beschäftigt, weil ich einfach genau wissen wollte, was kommt da auf mich zu und wie kann ich mit verschiedenen Situationen und vielleicht auch Komplikationen umgehen, wenn das dann da ist. Was kann ich machen? Was gibt es für Alternativen? Ich habe mich wirklich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe einfach gedacht, ja, mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Und das war leider ein großer Fehler. Ich habe mich recht versteift auf die Hausgeburt. Das würde ich auch so nicht mehr machen. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die ich so nicht mehr machen würde. Und dadurch ist es mir, glaube ich, noch schwieriger gefallen, dass es dann doch anders kam, zumindest ganz am Anfang. Aber ich gehe später noch mal ein bisschen mehr darauf ein. Auf jeden Fall, ich muss kurz auf meinen Zettel gucken, dass ich nichts vergesse. Es hat ja damit schon mal angefangen, es hat eigentlich schon mal recht beschissen angefangen, auf Deutsch gesagt, muss ich echt sagen. Ich habe die Schwangerschaft ja versucht, so entspannt wie möglich zu gestalten. Das ist mir leider nicht immer gelungen. Einerseits hatten wir zwei Umzüge in dieser Schwangerschaft, dann diese Reise nach Costa Rica. Ich würde auch nie wieder so lange in ein Land alleine reisen, wenn ich schwanger bin. Das ist mit viel Stress auch verbunden. Und dann die Umzüge, dann habe ich versucht, eine Einzelfirma aufzubauen in der Zeit. Das ist alles ein bisschen viel gewesen. Ich habe schon auch viel Meditation und Yoga gemacht in der Schwangerschaft, aber generell in meiner nächsten Schwangerschaft würde ich auf noch mehr Entspannung achten als jetzt bei meiner letzten und ein paar andere Sachen anders machen. Auf jeden Fall war es so, dass ich sehr lange die Kleine im Bauch hatte, also bis 2 Wochen über im ET, bis 14 Tage über im ET war sie drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als der ET da war, war ich so, irgendwie, irgendwas läuft nicht. Irgendwie ist es immer noch nicht losgegangen. Und ich weiß, und sagen auch alle Hebammen und alle Doulas, es ist nur ein ET, das Kind kann davor und danach kommen. Und, aber ich finde, dieser Entbindungstermin, der macht einen irgendwie so viel Druck. Und das ist ja auch so bei einer Hausgeburt, du hast nicht ewig Zeit. Du kannst eine Hausgeburt nur ab 37.0 bis 42.0 durchführen. Das heißt, in diesen 5 Wochen. Das heißt, du darfst nicht länger als 2 Wochen übertragen. Und dann ist halt dieser ET da gewesen. Und ich habe so gedacht, okay, das hat sich halt noch gar nichts gemacht. Und das war am Anfang auch gar nicht schlimm, das war kein Problem. Wir haben das dann erstmal so angenommen und haben dann halt einfach engmaschigere Kontrollen bei der Hebamme gehabt. Und dann kam aber, dann ist so die erste Woche vergangen und verflogen und es hat sich halt immer noch gar nichts gerührt. Und dann war ich irgendwann bei 40 plus 5 und dann habe ich mir schon gedacht, ey, das ist aber, langsam wird es echt anstrengend, weil dieser Bauch einfach immer größer wird einerseits und andererseits muss ich auch sagen, dass ich irgendwie immer mehr die Angst bekommen habe, hey, was ist, wenn wir doch einleiten müssen? Was ist, wenn wir doch ins Krankenhaus müssen? Und ich habe immer mehr mein Urvertrauen verloren und immer mehr bin ich ins Zweifeln gekommen. Und dann war die erste Woche nach ET rum und ich war bei 40 plus 8 und es ist immer noch nichts passiert. Und dann habe ich so angefangen, Dinge zu tun. Also bei mir war dann so, wir müssen jetzt langsam die Kleine mal so ein bisschen rauslocken. Und dann habe ich wahrscheinlich auch zu viel getan und zu viel gemacht, weil ich einfach so eine Angst davor hatte, dass meine Hausgeburt ins Wasser fällt, ich einleiten muss. Und dann habe ich mir schon dieses Horrorszenario vorgestellt, weil ich ja weiß, was eine Einleitung bedeutet.
Ja, ich weiß, das kann zu einem Wehensturm führen. Dieser Wehensturm kann dazu führen, dass dann, dass man dann einfach zu, dass das Oxytocin nicht mehr nachkommt, dass man zu viele Schmerzen hat, dann kommt es zu einem Geburtsstillstand und am Ende endet alles in einem Kaiserschnitt. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte auf keinen Fall eine Einleitung, ich wollte kein künstliches Oxytocin, ich wollte keine PDA, ich wollte alles so natürlich wie möglich und erst recht wollte ich keinen Kaiserschnitt. Und leider durch diese Übertragung habe ich immer mehr mein Vertrauen verloren. Ich bin immer gestresster geworden innerlich und ich habe alles Mögliche dann versucht, um die Kleine irgendwie rauszubekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, leider, ich glaube, ich habe mich da einfach zu sehr versteift auf die Hausgeburt, weil jetzt im Nachhinein beim zweiten Mal, wenn ich mich jetzt nochmal für eine Hausgeburt entscheiden würde, was ich gerade aktuell nicht weiß, dann wäre es mir einfach egal. Ich würde einfach sagen, ja, entweder sie kommt halt in der Zeit oder sie kommt halt nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Und da war ich aber so versteift auf diese Hausgeburt, auf diesen Wunsch, dass ich einfach Panik bekommen habe. Und dann haben wir versucht, Nelkenöl-Tampon und Sex und scharfes Essen und Fußreflexzonenmassage und Akupunktur und Sport und warme Bäder. Also es gibt wirklich nichts. Nichts, was ihr mir jetzt hier schreiben könnt, was ich nicht versucht habe. Und ich bin in so einen Tatendrang gekommen. Und die Hebamme hat zu mir einfach immer wieder gesagt, Lisa, aber du musst auch einfach dich entspannen und die Situation versuchen einfach anzunehmen. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Und das ist ein Fehler, würde ich sagen, den ich so nicht mehr machen würde. Ich würde mich versuchen, dem mehr hinzugeben beim nächsten Mal. Auf jeden Fall ist die Zeit dann so verstrichen und wir haben alles Mögliche versucht. Und das ist immer ein Tag mehr. Die Kleine war immer noch drin und meine Symphyse hat mir schon total wehgetan. Also da hat sich unten alles aufgelockert und ich wollte einfach nur noch dieses Baby raushaben. Und dann war es so, dass ich dann Akupunktur versucht habe. Da hatte ich dann auch das Gefühl, das hat irgendwie was gebracht. Und es ist ja dann so auch, dass man dann wie so eine Art Vorwehen hat. Und jedes Mal bei so einer Vorwehe habe ich gedacht, jetzt geht's los. Aber es ging einfach doch tatsächlich nie los. Und dann weiß ich noch, dann war ich bei Schwangerschaftswoche 41 plus 6 und an diesem Abend hatte ich einen Massagetermin nochmal für eine weitere Fußreflexzonenmassage. Das hatte ich schon mal versucht. Ich wollte es noch ein zweites Mal versuchen. Und ich hatte während der Massage plötzlich dann so Schmerzen, ich weiß es noch, im Rücken, dass ich gedacht habe, das ist nicht normal. Es hat sich alles verspannt. Ich konnte die Massage null genießen. Ich musste mich ständig irgendwie drehen. Ich habe richtig heftige Schmerzen bekommen, aber ich wusste auch, das ist nicht der Geburtsstart, das sind keine Wehen. Ich wusste nicht, was es ist. Wahrscheinlich war es einfach der ganze Stress. Dann kam nämlich auch noch dazu, das hat mich natürlich auch total fertig gemacht, dass unsere Doula im letzten Moment abgesprungen ist oder musste, weil unsere Hebamme sie nicht dabei haben wollte. Und das Blöde ist, dass es einfach da so eine Misskommunikation gab. Bei unserer Hebamme war ganz lange im Urlaub. Wir wollten aber unbedingt diese Hebamme. Das ist einfach eine super Hebamme. Und wir konnten uns erst gegen Ende der Schwangerschaft mit ihr dann treffen. Und da hat sie uns dann gesagt, da war ich dann irgendwie schon Schwangerschaftswoche 38, hat sie gemeint, sie will keine Doula dabei haben. Auf keinen Fall. Da geht kein Weg rein. Sie arbeitet mit Doulas nicht zusammen. Und für mich war das, ich meine, schwangere Frauen sind sowieso schon so emotional. Jetzt denke ich mir, ja, ist doch nicht so schlimm, aber ich habe so dieses Geburtserlebnis in meinem Kopf gehabt mit der Doula und der Hebamme und der Geburtsfotografin meiner Schwester. Und dann hat die Hebamme mir so einen Strich durch die Rechnung gemacht und das hat mich so fertig gemacht. Ich weiß noch, ich habe an dem Abend nur geheult. Wir haben uns dann versucht, vielleicht noch eine andere Hebamme zu finden, die damit in Ordnung ist, aber das kann man ja vergessen. Also das wisst ihr selber, man muss sich schon, sobald man weiß, man ist schwanger, muss man sich um eine Hebamme kümmern, wenn man eine Hausgeburt plant. Ansonsten stehen die Chancen nicht gut. Also es war klar, dass wir da keine mehr rankriegen. Und wir haben dann einfach den Tipp bekommen, verzichtet halt auf die Doula, aber dafür habt ihr eine super Hebamme. Auf jeden Fall, das hat mich auch nochmal wahnsinnig unter Stress gesetzt und mich wahnsinnig traurig gemacht. Und es ist alles irgendwie am Ende nicht mehr so gelaufen wie geplant. Und ich hatte so Schwierigkeiten, mich dem hinzugeben. Und ja, das hat das Ganze natürlich auch nicht besser gemacht. Auf jeden Fall war dann die Massage, die war dann für mich, es war dann so schmerzhaft an diesem Abend, dass ich sie dann, ich weiß gar nicht, ob sie abgebrochen habe. Auf jeden Fall wollte ich dann nach Hause fahren. Ich konnte gar nicht mehr fahren, weil ich so Schmerzen im Rücken hatte. Und
Bei der Geburt ist ja dann auch rausgekommen, grünes Fruchtwasser. Ich fürchte, dass sich das in diesem Moment gebildet hat. Ich weiß es nicht, meine Intuition sagt mir das einfach. Auf jeden Fall stand ich so unter Stress. Mein Freund ist dann gekommen, dann sind wir zu zweit gefahren. Und ich lag dann abends im Bett und ich war einfach noch fix und fertig. Ich habe einfach gedacht, das ist geil. Also es ist eigentlich heute der letzte Termin, wo wir das Kind noch kriegen können. Und es hat sich bisher noch nichts getan. Ich gebe die Hoffnung auf. Und am nächsten Morgen, das war dann echt so an der Grenze, wo die Hebamme gesagt hat, so langsam wird's kritisch. Am nächsten Morgen um 6 bin ich dann auf die Toilette gegangen. Ich konnte dann schon auch gar nicht mehr richtig schlafen. Und habe dann den Schleimfropf gesehen. Und ich war dann so, oh Gott sei Dank, endlich mal ein Zeichen. Jetzt ist endlich der Schleimfropf abgegangen. Das ist ja so ein Zeichen, dass die Geburt bald losgeht. Und Gott sei Dank hat dann auch im nächsten Moment gleich die erste Wehe gestartet. Und ich war so, yippie, es geht endlich los. Und ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt die Wohnung nochmal auf Vordermann bringen und habe dann da noch angefangen zu putzen. Was ich jetzt einfach für komplett bescheuert halte, was ich nie wieder so machen würde. Weil die Wehen kommen ja am Anfang in recht großen Abständen. Und ich finde, aus meiner jetzigen Erfahrung ist ganz wichtig, von Anfang an, erste Wehe kommt, dann bedeutet das einfach nur entspannen. Und nichts anderes ist dann mehr wichtig. Und ich habe gemeint, mit meinem Nestbautrieb, nee, ich muss jetzt auf jeden Fall noch dafür sorgen, dass die Wohnung ordentlich und sauber ist. Und das war ein Fehler, glaube ich. Auf jeden Fall haben die Wehen haben einfach leicht angefangen. Ich konnte die ganz gut veratmen. Es hat um 6.30 Uhr am Morgen angefangen, das weiß ich noch. Mein Freund hat noch geschlafen. Ich habe ihn dann irgendwann mal geweckt und gesagt, hey, es geht übrigens los. Der Schleimfropf hat sich gelöst und ich kriege jetzt auch schon mehrere Wehen. Und ja, dann habe ich so vor mich hingeweht. Und dann haben mir meine Schwester mal Bescheid gesagt, weil die sollte ja auch dabei sein bei der Geburt. Kam dann, glaube ich, so gegen 10, wenn ich mich richtig erinnere. Dann haben wir zusammen gefrühstückt, wir sind noch eine Runde spazieren gegangen. Es war so ein schöner Tag, es war ja im Februar, aber das Wetter, das war einfach herrlich. Die Sonne hat geschienen und ich wollte raus, ich wollte die Sonne genießen. Und dann sind wir noch eine Runde spazieren gegangen, das weiß ich noch, und waren noch bei den kleinen Kälbern dort. Das hat mir extrem geholfen, mich nochmal so mit Mutter Natur zu verbinden, mich nochmal zu erden für die Geburt. Und da ist alles super gelaufen. Ich hatte die Wehen dann immer in kürzeren Abständen. Und wir haben gedacht, okay, also jetzt wird es dann langsam wahrscheinlich bald ernst. Und wie gesagt, es hat um 6.30 Uhr angefangen mit den Wehen und um 9 ungefähr habe ich dann meiner Hebamme mal Bescheid gesagt, dass es losgeht, dass der Schleimfropf sich gelöst hat und sie sich doch mal vorbereiten soll. Und meine Hebamme ist dann am Nachmittag um 3 gekommen, weil ich wollte sie auch erst dann da haben. Ich habe das vorher eigentlich so genossen, dass wir einfach unter uns waren. Meine Schwester war mir eine große Unterstützung. Mein Freund auch. Und dann war meine Hebamme da und hat den Muttermund gemessen und hat so gemeint, ja, der liegt ist bei 1 Zentimeter. Und da war ich dann schon so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich lag ja schon seit 9 Stunden in den Wehen und hatte 1 Zentimeter. Aber es war okay. Ich habe gedacht, okay, ja, macht nichts. Ich habe mich auch oft darauf eingestellt, dass die Geburt 24 Stunden gehen kann oder länger. Also es ist in Ordnung. Und dann haben wir weitergemacht, dann bin ich mal in den Pool gegangen, in den Geburtspool zu Hause. Es war auch sehr schön und sehr entspannt. Und dann hat sie am Abend nochmal um 6 gegen 6 Uhr gemessen. Und da war ich dann auch irgendwie immer nur noch bei 2 Zentimetern oder so. Dann hat sie gemeint, irgendwas ist komisch, also irgendwas funktioniert nicht. Und meine Wehen sind auch immer stärker geworden. Und es hat mich natürlich auch Kraft gekostet, so lang vor mich hinzuwehen, ohne dass was passiert. Und dann hat sie mir Globuli gegeben, hat gesagt, wir müssen jetzt das mal ein bisschen vorantreiben. Hat sie mir Globuli gegeben und tatsächlich war es dann um 8 bei 4 Zentimetern. Und eine Stunde später war es dann aber so, dass die Herztöne erhöht waren und sie meinte dann, wir müssen jetzt mal gucken, es kann sein, dass wir in die Klinik müssen. Und da war ich dann schon so, ja, super. Also ich habe es vielleicht in gewisser Weise auch angezogen, weil durch das Übertragen ich mir immer mehr gedacht habe, scheiße, was ist, wenn es doch in einem Kaiserschnitt endet, ja? Ich habe meine ganze Schwangerschaft, habe ich diese Hausgeburt manifestiert und irgendwie in den letzten Tagen dann doch nochmal den Klinikaufenthalt, weil ich immer mehr Zweifel bekommen habe und immer mehr daran gedacht habe, okay, was ist, wenn es doch im Krankenhaus endet und ich dieses Szenario mir auch immer wieder vorgestellt habe.
Auf jeden Fall war ich dann so, ja, okay, nee, ich glaube, wir bleiben zu Hause. Ich glaube, das wird alles schon gut. Und leider sind die Herztöne dann aber nicht zurückgegangen. Und irgendwann hat dann meine Hebamme diesen Satz gesagt, der für mich irgendwie unfassbar war, weil das einfach nicht in meine Realität gepasst hat. Sie meinte dann, ja, wir müssen jetzt in die Klinik. Die Herztöne sind seit einer Stunde erhöht und du bist schon so weit drüber. Und außerdem glaube ich, dass du grünes Fruchtwasser hast. Und das sind für mich drei Warnzeichen, wo ich einfach sagen muss, das ist mir jetzt zu heiß zu Hause. Und dann war ich so einerseits enttäuscht, andererseits aber auch erleichtert, weil ich so wusste, okay, in der Klinik haben sie vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, mir irgendwie zu helfen, damit es mehr vorangeht oder so. Sind wir in die Klinik gefahren. Ich habe mich von meiner Hebamme dann verabschiedet, die konnte ja nicht mit rein aufgrund von Corona, von meiner Schwester leider auch. Das hat mir wahnsinnig weh getan. Also da werde ich gleich total emotional. Wir haben dann da alle drei geheult, dass es halt doch nicht geklappt hat. Die Geburtsfotografin konnte bis dahin auch noch gar nicht kommen, weil ich immer gedacht habe, ach, lass ich später kommen. Sie soll ja dann da sein, wenn das Kind da ist. Und so, ich musste mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Ja, in dem Moment, wie gesagt, die Fotografin war bis dahin auch noch nicht da. Und dadurch haben wir auch so gut wie kein Bildmaterial von der Geburt. Und in dem Moment, wo ich dann halt einfach in die Klinik gekommen bin und mich von meiner Schwester verabschiedet habe, war halt der Traum von der Hausgeburt geplatzt. Und das war für uns alle enorm traurig. Wir haben alle geweint. Und ja, als das dann aber, ich sag jetzt mal, vorüber war, dieser Moment, habe ich mich dann mit der neuen Situation abgefunden. Die Hebammen im Krankenhaus waren Gott sei Dank sehr, sehr einfühlsam, zumindest die eine Hebamme. Das ist leider halt auch so eine Sache, die mich im Krankenhaus enorm stört, sind einfach diese Beleghebammen. Also ich hatte dann gefühlt noch drei andere Hebammen. Aber die hat das auf jeden Fall, sie war sehr empathisch und hat das auch total verstehen können, dass das für mich sehr traurig ist. Und hat uns dann eigentlich auch in Ruhe gelassen. Und der Gebärsaal war ganz schön, das war halt ein Krankenhausbett da und wir hatten Gott sei Dank im Nebenraum noch eine Badewanne. Da war ich so dankbar und so froh drüber, weil die Wehen einfach dort besser auszuhalten waren. Und es war dann halt eben auch schon abends um 10. Das heißt, ich war da schon seit 16 Stunden in den Wehen und ich war dann langsam auch so ein bisschen am Ende meiner Kräfte. Und ich bin dann dort in die Wanne gegangen. Die Hebamme kam alle Stunde mal vorbei und hat geschaut. Und ich weiß noch, dann war es nachts um 2 und da war ich dann wirklich, also da war ich wirklich kaputt und ich bin immer wieder eingeschlafen zwischen den Wehen. Ich lag immer noch in dieser Wanne, so gefühlt halbtot. Mein Freund konnte auch schon gar nicht mehr, der ist auch immer wieder weggepennt sozusagen. Und dann kam die Hebamme nochmal und hatte glaube ich gemeint, sie hat jetzt Schichtwechsel. Ich weiß es gar nicht, war das nachts um 2 oder erst um 6? Auf jeden Fall, wir waren total kaputt und sie meinte dann, also sie glaubt, dass das jetzt auf natürlichem Weg langsam nichts mehr wird. Es war auch so, dass die Fruchtblase bis dahin auch immer noch nicht geplatzt war und ich war zwar weiter offen, aber sie hat ja dann immer wieder mal gespürt und sie hat gemeint, der Kopf, der ist irgendwie noch gar nicht unten. Und ich war dann auch irgendwann schon bei 10 cm, aber der Kopf war immer noch nicht unten. Und irgendwann, ich glaube früh um 6 dann, war ich dann wirklich an einem Punkt, wo ich nicht mehr konnte und mir wurde schon lange davor geraten, dass ich eine PDA nehmen sollte. Ich wollte das natürlich nicht, ich wollte auch kein künstliches Oxytocin, also ich war bis dahin noch komplett medikamentenfrei. Ich lag dann zu diesem Zeitpunkt seit über 24 Stunden in den Wehen und da hieß es dann, haben sie einen Ultraschall gemacht und sie haben gesagt, schauen Sie, Sie sind bei 10 cm, die Fruchtblase ist aber nicht geplatzt, weil der Kopf einfach nicht tiefer kommt. Die Kleine findet den Ausgang nicht. Und wir müssen, wenn wir auf eine natürliche Geburt hoffen, müssen wir die Wehen verstärken, damit die Kleine vielleicht doch noch den Ausgang findet. Und sie haben ja zweimal Ultraschall da unten gemacht und das gesehen, dass sie so schräg auf dem Becken lag. Und das Ding war, ich habe ja auch schon alle möglichen Geburtspositionswechsel versucht. Hier wurde eine Akupunktur gemacht im Krankenhaus nochmal, also mit Akupunkturpunkten. Ich habe dann versucht, meine Knie zusammenzudrehen, sodass sich das Becken weiter eröffnet. Ich habe alles versucht. Ich bin in die Hocke gegangen, alle möglichen Yoga-Posen
und alles, was ich mir vorher, wo ich mich vorher extra informiert habe, was mache ich, wenn angeblich der Kopf nicht durchs Becken passt, wenn sie den Ausgang nicht findet. Ich habe diese ganze Position alles versucht, aber nichts hat funktioniert. Und dann habe ich irgendwann, ich war so kaputt, dass ich gesagt habe, okay, also eine PDA möchte ich eigentlich wirklich nicht. Was gibt es denn für andere Optionen? Und dann wurde mir so ein Opiat angeboten, das ist so ein Happy Button. Da habe ich gesagt, okay, dann versuchen wir es erstmal damit. Und dann war ich mit diesem Happy Button ganz glücklich, weil ich war wirklich fix und fertig. Ich war am Ende, mein Körper konnte gar nicht mehr. Mein Körper hat auch nur noch so gezittert zwischen den Wehen. Ich habe schon richtig gemerkt, wie ich ein Schmerzgedächtnis ausgeprägt habe und wie ich richtig Angst, also ich konnte mich zwischen den Wehen gar nicht mehr entspannen. Das ging schon gar nicht mehr. Und ich habe so richtig Angst vor der nächsten Wehe bekommen, weil ich einfach nur schlafen wollte, ich einfach nur mich ausruhen wollte. Und ich habe es dann mit dem Happy Button versucht und der hat auch super funktioniert und mir ging es gut. Die Wehen waren wieder leichter auszuhalten und ich konnte mich ein bisschen ausruhen. Aber dann haben wir das anderthalb Stunden probiert und sie hat halt trotzdem den Ausgang lang nicht gefunden. Und dann hieß es, schauen Sie, wir müssen jetzt eine PDA machen. Und es wird wahrscheinlich ein Kaiserschnitt werden. Und ich war so, nee, auf keinen Fall. Und ich hatte auch Angst vor der PDA, sage ich euch ganz ehrlich, weil auch eine PDA ist einfach nicht ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen. Also ich meine, das kann ein bisschen zu einer Lähmung gehen und ich weiß, das ist super selten, aber das Risiko ist da. Und zudem kommt, dass man bei einer PDA halt einfach auch im unteren Bereich dann so gelähmt ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass man ja gar nicht mehr aktiv mithelfen kann beim Pressen. Und das waren alles Sachen, die wollte ich nicht. Und ich weiß auch, dass das auch zu meinem Kind übergeht, dass das auf das Oxytocin dann Einfluss hat und dass dann eine Teufelsspirale beginnt. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich verhindern. Aber ich war schon so fertig, über 26 Stunden in den Wehen. Die Kleine hat sich nicht weiter nach unten bewegt. Ich war schon lang bei 10 cm und habe da rumgeweht. Und es hat mich nur noch Kraft gekostet. Und ich wusste auch, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Herztöne fallen oder sich verändern. Weil lustigerweise, als wir in die Klinik gekommen sind, hatten sie sich nämlich wieder normalisiert. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Also sobald wir im Krankenhaus waren, die haben mich ans CT dort angeschlossen und die Herztöne, die waren normal. Also als hätte die Kleine wie gesagt, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Es war ganz komisch. Auf jeden Fall, mir war dann auch klar, ich habe halt auch eine Verantwortung meiner Tochter gegenüber. Ich lasse mich also jetzt drauf ein, auf diese PDA. Voller Widerwillen habe ich mich drauf eingelassen. Und leider war es dann so, dass die gar nicht mehr gesessen hat. Also die haben die wahrscheinlich auch falsch gelegt, aber die hat auch gar nichts mehr gebracht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass die Wehen immer schlimmer wurden, weil sie haben mir ja dann noch ein Wehenmittel dazu. Also ich habe am Ende eigentlich das volle Programm bekommen. Ich habe dann ja noch ein Wehenmittel bekommen, dass die Kleine eventuell doch den Ausgang noch findet, damit die Wehen stärker werden. Und dann aber gleichzeitig die PDA, damit ich es überhaupt aushalte, weil die Ärzte doch gemerkt haben, die ist völlig am Ende. Und die PDA hat dann gar nicht mehr gewirkt, das Wehenmittel aber schon. Das heißt, ich war völlig fertig, meine Wehen wurden immer stärker. Ich habe nur noch geheult. Ich konnte nichts mehr veratmen, ich habe geheult vor Schmerzen. Mein Partner hat angefangen zu heulen. Ich habe dann nur noch geschüttelt, also ich saß da, als wäre ich besessen. Mein Körper hat nur noch versucht, dieses Trauma und diesen Schmerz abzuschütteln. Ich konnte gar nicht mehr still liegen. Ich war nur noch am Krampfen. Und dann hieß es irgendwann, haben sie dann nochmal Muttermunduntersuchung gemacht und nochmal eine Ultraschalluntersuchung und sie so, wir sind immer noch nicht weiter, trotz PDA. Und dann habe ich sie, ich weiß noch, dann habe ich sie einfach nur noch dann mal 29 Stunden vorbei und ich habe die Hebamme, die mich untersucht hat am Muttermund, ich habe die nur noch weggetreten. Ich hatte so Schmerzen, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Also selbst wenn die Kleine jetzt da ist, wo sie sein sollte, ich könnte nicht mehr greifen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und dann haben die einfach nur noch alles fertig gemacht für den Kaiserschnitt sozusagen. Die haben sich dann auch richtig doll beeilt, die Ärzte. Und ich war dann einfach nur so, ich bin jetzt bereit, holt dieses Kind aus mir raus. Es ist halt leider, hat es nicht geklappt. Und die Hebamme hat mir halt auch nochmal deutlich gemacht, schauen Sie, Sie können jetzt noch 30 Stunden so weiter probieren. Die Kleine wird den Ausgang höchstwahrscheinlich nicht finden. Und sie hatte wahrscheinlich auch recht. Und wie gesagt, meine Kraft war am Ende. Ich wusste so nach diesen 29 Stunden, okay, mein Körper kann nicht mehr. Mein Körper könnte nicht mehr pressen. Mein Körper ist nur noch am Krampfen. Ich bin nur noch am Heulen. Mein Partner hat geheult und gesagt, er kann mich jetzt keine Sekunde länger mehr so sehen. Also wir waren wirklich, wir hatten alles versucht auf natürlichen Wege.
Ich wusste, ich habe alles gegeben. Lang weit mehr als 100%. Ich habe 1000% gegeben und ich war an einem Punkt, wo ich sagte, okay, dann soll es halt nicht sein. Und Gott sei Dank, vielen Dank, dass es diese Schulmedizin gibt, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich bin sonst kein großer Fan davon, beziehungsweise weiß ich, dass die Schulmedizin ihre Grenzen hat und leider die Grenzen nicht immer erkennt. Aber in dem Moment, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar ich war für die Schulmedizin, wie dankbar ich war, in diesem Krankenhaus zu sein und eben dann doch nicht zu Hause. Ich will hier überhaupt niemandem die Hausgeburt ausreden. Vor allem, wenn man in der Nähe von einem Krankenhaus wohnt. Wir haben ja 15 Minuten von dem Krankenhaus entfernt gewohnt. Das heißt, es war ja auch alles in Ordnung. Aber ich war dann halt am Ende doch froh, im Krankenhaus zu sein. Und war so dankbar für diese Schulmedizin. Und dann haben die sich total beeilt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch noch gesagt, kann ich bitte, ich möchte unbedingt vaginal seeding, ich möchte unbedingt, dass die Kleine mit meinem Vaginalschleim eingerieben wird. Einfach, weil das wichtig ist fürs Mikrobiom bei ihr im Darm und weil das wichtig ist für ihr Immunsystem, weil das sehr wichtig ist, für ihren Körper einfach damit in Kontakt zu kommen. Das ist eigentlich dieser Gang durch den Geburtskanal, der hat so viele Funktionen und so viele Vorteile, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also alle Mütter, die hier sagen, oh, ich mache einen Kaiserschnitt, weil es halt leichter ist, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil das einfach enorme gesundheitliche Auswirkungen aufs Baby hat. Und ich finde, wenn es keine Gründe dafür gibt, wie eine extreme Angst, weil man letztes Mal ein schlimmes traumatisches Geburtserlebnis hatte oder das Kind wird es alleine nicht schaffen. Also wenn es einfach wirklich nur, es gibt ja Mütter, die sagen, ja, weil es halt einfacher ist, angeblich einfacher, ich weiß nicht, was daran einfacher sein soll. Immerhin ist es eine riesen Bauchoperation, wo 7 Schichten durchtrennt werden und die ganze gerade Bauchmuskulatur. Also einfacher ist das mit Sicherheit nicht für die Mutter. Das kann ich euch sagen, aber das kann ich auch nicht nachvollziehen, die Entscheidung, weil das einfach auch sehr ganz großen Einfluss aufs Kind hat, auf die Wahrnehmung, auf die räumliche Wahrnehmung, auf das Lernen vom Kind, auf das Immunsystem. Also ich kann ein ganzes einzelnes Video zu den Auswirkungen von einem Kaiserschnitt machen. Verzichte ich jetzt drauf. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eben, dass sie sie noch mit meinem Vaginalschleim einreiben, damit sie das halt mitbekommt. Und ich war aber leider Streptokokken positiv in der Schwangerschaft und ich habe darauf verzichtet, Antibiotika zu nehmen, und ich habe auch gesagt, ich möchte auch nicht, dass meinem Kind Antibiotika gegeben wird nach der Geburt, weil ich bin sowieso im Krankenhaus, sie können es einfach überwachen, also falls der Kleine, dass da einfach nichts passiert, das ist ja nur in den ersten 2 Tagen ein Risiko da, wo man einfach aufs Kind schauen muss, also völliger Schwachsinn meiner Meinung nach, da Antibiotika zu geben, einfach mal prophylaktisch. Das wollte ich nicht, und dann haben sie halt gesagt, das ist schwierig mit den Streptokokken, aber sie hätten es auf jeden Fall gemacht, das weiß ich. Sie haben wirklich dann versucht, auf all meine Wünsche einzugehen. Der Oberarzt, der war so zuckersüß, der hat mir meine Hand gehalten und hat mich noch gefragt, wir warten noch auf ihren Partner, weil mein Partner musste dann auch noch auf die Toilette. Dann wurde ich ganz schnell in den OP gefahren, der hat mir noch die Hand gehalten, hat mit mir geredet, die Anästhesistin hat mir dann noch eine Kopfmassage gegeben. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich war für dieses Team im Spital Bülach, was die mir ermöglicht haben. Und ich muss halt wirklich sagen, das hat es viel, viel leichter für mich gemacht. Weil ich habe eine selbstbestimmte Geburt gewollt. Und auch wenn es überhaupt nicht so gelaufen ist wie geplant, auch wenn aus einer Hausgeburt ein Kaiserschnitt geworden ist, war sie trotzdem die ganze Zeit über selbstbestimmt. Die ganze Zeit über. Die Hebammen haben uns in Ruhe gelassen im Krankenhaus. Die kamen nur dann zum Untersuchen, wenn ich das gefordert habe, wenn ich das wollte. Die haben mir Ratschläge gegeben. Die haben das akzeptiert, wenn ich keine PDA wollte und keine anderen Medikamente. Die haben es mir erst dann gegeben, wo ich eingewilligt hatte. Also ich bin restlos begeistert von dieser Erfahrung im Endeffekt dann doch. Und der Kaiserschnitt wurde mir so angenehm gestaltet. Und es war ein unfassbar krasses Erlebnis, da wird einem dann ja wird ganz schön an einem rumgerupft. Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Schwein auf der Schlachtbank. Und mein Partner war in meinem Kopf, und ich weiß noch, wie irgendwann habe ich einfach nur so ein Grüezi gehört, also so ein Schweizerdeutsch, Hallo auf Schweizerdeutsch. Und da wusste ich, okay, jetzt ist sie da. Und dann habe ich einen kurzen Schrei gehört, und mein Partner war oben an meinem Kopf, und wir haben, was wir geheult haben. Und dann wurde sie direkt zu mir gelegt, weil ich das wollte so.
Und dann hat sie mich mit Augen angeguckt, mit so viel Frieden. Sie hatte so viel Frieden in den Augen und sie hat mir wie gesagt, das ist okay, das war meine Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden, so auf die Welt zu kommen, Mama. Und ich hatte das so gespürt, das war so eine krasse Verbindung gleich von Anfang an zwischen uns. Wo ich in ihre dunklen, braunen Augen geguckt habe, wenn sie mir das energetisch so gesagt hätte. Und sie war so friedlich. Wie gesagt, dieser eine kurze Schrei und sie war so friedlich. Und dann habe ich einfach nur, ich war einfach nur froh und dankbar, dass sie da war. Und dass diese Tortur vorbei ist und dieser Schmerz vorbei ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, so viele Mütter sagen ja, wenn das Kind dann da ist, ist der Schmerz vergessen. Bei mir war das nicht so. Ich hatte so arge Geburtsschmerzen, bei mir war das nicht so. Das Kind war da und ich war so, die Geburt war schrecklich. Auch wenn sie so die ersten 15 Stunden zu Hause wunderschön waren und auch absolut aushaltbar, aber die letzten Stunden waren schrecklich und die Wehen waren schrecklich. Und bei mir war das nicht gleich vergessen. Es hat ein paar Tage gedauert und ich habe gedacht, ich habe ein richtiges Schmerzgedächtnis ausgebildet. Aber es war tatsächlich dann so, dass ich nach ein paar Tagen das dann doch vergessen hatte. Diesen Geburtsschmerz. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich gerade auch ein bisschen schlechtes Gewissen, euch das zu erzählen, weil ich nicht möchte, dass irgendeine Frau mit der Einstellung an die Geburt geht, die Geburt ist schmerzhaft oder die Geburt ist schlimm oder die Geburt ist traumatisch, weil so sollte es nicht sein und so muss es auch um Gottes Willen nicht sein. Glaubt mir, das ist mir halt passiert, weil das mein Schicksal war. Und vielleicht ist auch transgenerational da noch irgendwas an Trauma drin, weil auch ich habe schon damals nicht durchs Becken gepasst und hatte eine ganz schwierige Geburt und wurde mit der Sauglocke rausgezogen, habe dann nicht geatmet. Also meine Mutter hat mit mir auch eine ganz schlimme Geburtserfahrung gehabt. Und wahrscheinlich ist da einfach was weitergegeben worden. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine Hausgeburt euch wünscht, go for it, macht das auf jeden Fall. Ihr verdient das beste Geburtserlebnis und eine Geburt muss nicht automatisch schmerzhaft sein. Eine Geburt kann wunderschön sein und schmerzarm sein und bei mir war es halt leider nicht so, aber das ist halt die Entscheidung, die mein Kind und ich wahrscheinlich in meiner Seele auch irgendwas getroffen haben und das ist auch völlig in Ordnung. Und auch wenn es traumatisch war, war es dann doch wirklich sehr schön und ich war positiv überrascht von dem Erlebnis, was ich im Krankenhaus dann hatte. Also auch wenn ihr eine Hausgeburt plant und ihr habt Angst vorm Krankenhaus, das muss nicht immer begründet sein. Ich habe wirklich gemerkt, also ein besseres Geburtserlebnis in einem Krankenhaus hätte ich nicht haben können. Obwohl es so traumatisch war, obwohl es so schlimm war, weil die haben mir alles gegeben, die haben so viel Rücksicht auf mich genommen, die waren so lieb zu mir alle. Und das kann euch genauso gehen. Also ich möchte euch auf keinen Fall Angst machen und euch die Hausgeburt ausreden, um Gottes Willen. Für mich war das der Weg und sollte dann vielleicht auch so sein. Ich war sogar ganz froh. Ich bin nämlich da nur 2 Tage länger im Krankenhaus geblieben, dann wollte ich wieder entlassen werden. Und ich war ganz froh, dass ich in diesen 2 Tagen, ich meine, ich war das erste Mal Mami, Unterstützung hatte von Hebammen, die mir gezeigt haben, worauf ich beim Stillen achten muss. Und das alles hätte ich zu Hause nicht gehabt. Das heißt, für mich hat es am Ende dann doch so gepasst. Ich möchte das auf jeden Fall, ich möchte hier niemanden in die Geburtsentscheidung reinreden. Ich glaube, dass jede Frau auf sich und auf das eigene Bauchgefühl hören sollte. Und egal ob Krankenhausgeburt oder Geburtshaus oder zu Hause, ihr werdet die richtige Entscheidung für euch treffen und lasst euch davon niemand anderes reinreden. Trefft die Entscheidung und dann holt euch die nötigen und notwendigen Ressourcen, also die Hebamme, die Infos, den Geburtsvorbereitungskurs, all das, damit ihr eine schöne Geburtserfahrung habt. Und wenn es halt dann doch nicht so kommt, wie ihr euch das vorstellt, dann ist es so. Und dann finde ich es ganz wichtig, das Ganze aufzuarbeiten. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe nochmal gemerkt, hey, meine Kaiserschnittnarbe, die ist super verheilt, super. Aber irgendwie hatte ich dann doch immer mal so Schmerzen im Rücken und auf der linken Seite und habe gedacht, ich gehe jetzt mal zur Osteopathin. Und ich war 2-mal bei der Osteopathie. Und das 2. Mal bei einer anderen, die auch Ayana übrigens behandelt. Also das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr ein Kaiserschnittkind habt,
bitte geht unbedingt zur Osteopathie, zur Kraniosakraltherapeutin, damit dieser Gang durch den Geburtskanal nochmal nachgeahmt wird, damit nochmal geschaut wird, ist ein Geburtstrauma da, damit energetisch nochmal gearbeitet wird, damit die Gesichtshälften nochmal symmetrisch werden, an den Organen kann gearbeitet werden. Also das ist so heilsam fürs Kind. Mein Kind war jedes Mal ganz anders, wenn wir da rausgelaufen sind, so friedlich und hat nicht mehr geweint und es hat ihr so viel Mehrwert gegeben. Und mir auch. Ich war bei der gleichen Osteopathin dann für mich, für meine Behandlung. Und die hat dann gesagt, ich spüre bei Ihnen, dass das emotional noch nicht ganz integriert ist. Ich spüre bei Ihnen, dass es eine sehr traumatische Erfahrung war. Und die hat auch nochmal das Urvertrauen zwischen uns beiden hergestellt, indem sie mir eine Hand aufgelegt hat und Ayana eine Hand aufgelegt hat. Und unsere Verbindung nochmal gestärkt hat. Also ich finde das ganz wichtig, dass wenn man, egal was für ein Trauma, es muss nicht mal ein Geburtstrauma sein, aber wenn man traumatische Erlebnisse hat, dass man das danach aufarbeitet, damit es halt nicht in der Psyche nagt und irgendwie einen negativen Einfluss aufs Leben hat. Und das habe ich gemacht und die Kraniosakraltherapie hat mir sehr geholfen. Und ich kann euch die auch nochmal, die liegt, die ist in Zürich, ich verlinke euch die gerne nochmal in der Infobox, das ist Brigitte von Wenzel, die macht ihre Sache ganz toll, die ist spezialisiert auf Sektio-Kinder, wenn ihr also auch ein Sektio-Kind habt und ihr wohnt in der Schweiz, im Raum Zürich, macht das auf jeden Fall, geht auf jeden Fall zu ihr, die ist ganz, ganz toll. Sie hat mir ganz geholfen, das Ganze nochmal aufzuarbeiten und selbst vom Krankenhaus habe ich nochmal einen Brief bekommen, ob ich über das Geburtserlebnis nochmal sprechen möchte, wo ich auch total positiv überrascht war, dass die dann nochmal auf mich zukommen, weil die gemerkt haben, das war für mich recht hart, ich hatte halt eine Hausgeburt geplant und hatte einen Kaiserschnitt und auch im Krankenhaus wurde ich nach der Geburt noch ganz oft gefragt, wie geht es Ihnen, Frau Krause, damit? Da kam dann extra eine Psychotherapeutin. Wie geht es Ihnen damit? Sind Sie arg enttäuscht? Und ich habe dann immer gesagt, soll ich Ihnen ganz ehrlich was sagen? Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin gar nicht enttäuscht, weil ich weiß, dass ich alles gegeben habe. Ich habe mich informiert, so viel, wie ich mich nur informieren konnte. Ich habe meine Vorbereitungen getroffen. Ich habe alles gegeben. Ich habe 29 Stunden gekämpft. Aber es sollte halt einfach nicht sein. Und deswegen bin ich nicht enttäuscht. Ich wäre, glaube ich, enttäuscht gewesen, wenn ich mich viel eher auf eine PDA eingelassen hätte, wenn ich mich viel eher auf eine Einleitung eingelassen hätte. Aber das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe meinen Teil so gut geleistet, wie ich ihn hätte leisten können. Und deswegen war ich nicht enttäuscht. Und deswegen war das dann in gewisser Weise schon auch in Ordnung für mich. Und, glaube ich, auch leichter zu verarbeiten. Auch wenn es halt doch nicht meine gewünschte Hausgeburt war. Und was ich das nächste Mal einfach anders machen würde, ist, ich würde mich mehr entspannen. Ich würde von Anfang an zu meiner Hebamme gehen, damit auch solche Sachen, solche Missverständnisse wie mit der Doula gar nicht erst auftreten und da ein Vertrauensverhältnis einfach auch noch mehr entsteht. Ich würde mich vor allem bei der Geburt von Anfang an direkt entspannen, nicht noch irgendwie kochen oder Haushalt machen oder sonst was. Sobald die erste Wehe anfängt, würde ich anfangen, auf meine Atmung zu achten. Und ja, das sind so ein paar, zwei, drei kleine Sachen, die ich anders machen würde, aber im Grunde genommen weiß ich nicht, ob das wirklich was geändert hätte. Es ist halt so, wie es ist und die Kleine hat sich dafür entschieden und ich habe das Gefühl, das war ihr Weg und sie hat mir damit auch extrem viel aufgezeigt. Sie hat mir viele Vorteile genommen gegenüber der Schulmedizin, gegenüber Geburtserfahrungen, gegenüber Kaiserschnitt-Mamis. Ich hatte viele Vorurteile und das wurde mir genommen. Und ich glaube, deswegen war es eine wichtige Erfahrung für meine Seele. Und ja, so viel gibt es eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt aus dem Video was mitnehmen. Wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich möchte euch nichts ausreden. Ich finde es nur wichtig, dass man seine Geburtsentscheidungen immer überdenkt. Auch wenn man einen falls Kaiserschnitt plant, dass man sich mit den Risiken auseinandersetzt, mit den Nachwirkungen. Es hat beides Vor- und Nachteile, auch eine Hausgeburt, ja. Ist das wirklich geeignet, wenn ich weit weg vom Krankenhaus wohne und so weiter. Und dann, dass man eine bewusste Entscheidung trifft. Das ist eigentlich das, weshalb ich dieses Video mache. Und ich wünsche euch wirklich von Herzen die schönste Geburtserfahrung. Ich finde, jedes Baby und jede Mutter hat das verdient. Und ja, ich wünsche euch einfach all
dass ihr all diese Kapazitäten habt, ob das finanziell ist, ob das die Menschen sind, die ihr braucht, um eine schöne Geburtserfahrung zu haben. Wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr mir gern das in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video. Ich hoffe, ich habe alles hier reingepackt. Ich will es auch nicht zu lang werden lassen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, wenn ihr gerade schwanger seid. Eine wundervolle Schwangerschaft und eine schöne Geburtserfahrung. Bis bald.